Hallo, mein lieber Freund, liebe Freundin, liebe Zuschauerin und lieber Zuschauer. Heute möchte ich dir eine andere Seite von mir zeigen. Denn endlich hat mich das Feedback meiner Freunde erreicht und einige sagten: Peter, so aufgedreht, das bist nicht gänzlich du. Und hier möchte ich es mir zu Herzen nehmen und dich einladen, mir zu folgen auf meine finstere Seite. Ich hoffe, du bist mutig genug, mir dahin zu folgen. Viel Spaß dabei. Ja, ich gebe zu, in den ersten Videos hier auf dem Mutbringer-Kanal wirklich voll aufgedreht, wie auf Droge, voll positiv und yeah! Es ist ja alles so einfach. Ich gebe zu, so einfach ist es ja nicht. Doch bin ich einer der positivsten Menschen, die ich kenne. Und es ist gar nicht so einfach, diese Ernsthaftigkeit und diesen Tiefgang hier vor Kamera wiederzugeben. Ich versuche es jedoch. Ich habe in den letzten Jahren nicht nur gejammert, ich habe wirklich gelitten. Schmerzen. Auch körperliche Schmerzen, psychosomatische Beschwerden von Schuppen, Reizhusten, juckende Handflächen, Herzrasen und Herzschmerzen hatte ich, glaube ich, alles. Mein Körper wollte mir sagen, etwas stimmt nicht. Ich habe nur irgendwie nicht zugehört. Und mit Leiden kenne ich mich ein bisschen aus. Ich habe es zweimal im Leben erlebt, bisher. Und ich habe jedes Mal was dazugelernt. Das allererste Mal war in meiner Jugend, in meiner Pubertät und kurz danach, glaube ich, auch, wo ich wirklich ein Problem mit meiner Homosexualität hatte. What? Ich versuche jetzt mal ernster zu sein, aber es könnte ja sein, dass das für den einen oder anderen jetzt wirklich überraschend kommt. Ja, ich reite den Regenbogen auf einen magischen Einhorn. Ist das schön. Ich hatte aber wirklich ein Problem damit, beziehungsweise, nein, das stimmt nicht ganz. Ich hatte ein Problem, dass andere ein Problem damit hatten und damit habe ich die Probleme anderer zu meinen eigenen gemacht. Das war schon echt verrückt. Und doch möchte ich an dieser Stelle einigen Freunden danken, denen sage ich es nochmal persönlich, die mich wundervoll unterstützt haben in der Coming-out-Phase. Und an dieser Stelle auch vielen Dank an meine Mutter. Das ist die Beste. Und natürlich auch an meinen Vater. Ist alles gut gelaufen, obwohl es hätte auch anders ausgehen können. Das Thema Leiden kann, wie gesagt, lebensbedrohlich sein. Ja, das ist kein Scherz. Und ich versuche jetzt mal wirklich ernster damit umzugehen. Denn manche zerbrechen an diesen Schmerzen, an diesen Leiden, egal was es ist. Sei es eben die eigene Sexualität, das Berufsleben, die Vorgesetzten, seien es die Kollegen oder die Vorgesetzten in der Firma, die einen mobben, sei es die falsche Beziehung, sei es vielleicht sogar der falsche Körper oder körperliche Beschwerden, die an sich schon lebensbedrohlich sind oder auch psychisches Leiden wie eine Depression. Leiden kann lebensbedrohlich sein. Und mit Mutbringer, das mal wieder mal zwischen rein, soll Mut und Hoffnung machen. Hoffnung, dass es sich lohnt zu leben. Trotz den Widrigkeiten, die uns eben das Leben auf den Weg stellt. Und mein Leiden der Sexualität ist schon längst überwunden. Doch eben vor einigen Jahren begann das Leiden im Berufsleben für mich. Gott, es war nicht schön. In dieser Zeit habe ich einige Tagebücher geschrieben, voller finsterer Gedanken. Ich möchte jetzt nicht wirklich daraus vorlesen. Ihr werdet nicht wirklich schlauer daraus. Mir hat es gut getan, denn es war raus aus dem Kopf, raus aus der Seele, auf Papier gebannt. Doch es war noch um mich herum und so kam es Tag für Tag, Woche für Woche wieder zurück.
Doch ich habe den Weg aus der Finsternis gefunden. Ich habe die Zeichen gedeutet, die um mich waren. Seien es die körperlichen Beschwerden, sei es das Gejammere, dass mir Menschen sagten, ich will es nicht mehr hören, ändere was. Oder sei es meine Psyche, mein Unterbewusstsein, das hat mir zum Beispiel Träume gesendet, immer wieder in kleinen Abständen, Albträume, dass ich auf dem Weg war, irgendwohin, ich weiß nicht wohin, aber immer das Gefühl hatte und auch das Wissen hatte im Traum, dass ich falsch war, dass ich mich verfahren habe mit dem Auto, mit dem Zug, mit der Straßenbahn, mit dem Flugzeug, mit dem Bus. Ich war immer wieder falsch. Und dann begann ich eben hineinzufühlen in diesen Schmerz, in dieses Leiden. Und ich begann es anzunehmen. Ich begann es fließen zu lassen. Nicht nur das Leiden, sondern auch die Tränen. Und irgendwann kam ja die Erkenntnis, dass ich im Video mein Geheimnis beschrieben habe. Und dann wurde es mir wirklich klar, dass ich nicht warten muss, bis es besser wird. Dass ich nicht warten muss, dass sich etwas verändert. Dass ich nicht warten muss auf die Erkenntnis, wo ich erkenne, wer ich bin und was mein Weg ist. Ich erkannte nur, dass ich mich in Bewegung setzen sollte, dass ich handeln sollte. Und ich begann zu handeln. Und als ich damals mein Exit-Gespräch in der Firma hatte und mir die Geschäftsführung zum Schluss nicht alles Gute wünschte, sondern die Wörter "stirb doch" an den Kopf warf, wusste ich, dass es richtig war. Und jetzt bist du vielleicht empört und sagst, was? Stirb doch! Das wurde gesagt. Und ich sage, ja. Und damals hat es mich wirklich tief getroffen, dass ich gesagt habe, wow, das ist aber ein böser Mensch. Ich war fix und fertig. Doch heute habe ich meinen Frieden damit gemacht. Ich habe es angenommen. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei jedem Menschen bedanken, der meinte, meine Gefühle verletzt zu haben. Mit Absicht oder unabsichtlich. Ich möchte mich bei diesen Menschen bedanken, die mir Schmerz zugefügt haben, weil ich es zugelassen habe. Sie haben Knöpfe gedrückt, richtig. Doch ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich habe verstanden, dass meine Gefühle mir gehören. Es gibt keinen, der von außen irgendwelche Gefühle über dich stülpt und sagt so von wegen, jetzt sei wütend. Nein, es passiert ja alles hier in dir selber drin. Mein Körper sendete mir ja permanent Signale. Mein Körper, meine Gefühle. Und erst, als ich begriffen habe, diese anzunehmen und fließen zu lassen, wurde alles besser. Es führt einen Weg aus den Leiden hinaus. Jeder hat seinen persönlichen Fixstern. Und meiner hat sich auch gezeigt. Und er wird sich auch dir zeigen. Das passt jetzt wunderbar zu Weihnachten, so mit dem Weihnachtsstern und so. Vielleicht ist das vielleicht zu platt gesprochen, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es ein schöner Gedanke der Hoffnung. Schaue nicht auf die Fixsterne anderer und versuche, deren Träume zu verwirklichen und deren Ziele. Schau auch in dich hinein. Entdecke deinen Fixstern. Und hier auf Mutbringer werden mir Menschen begegnen, denen es auch gelungen ist, die hinaus aus den Leiden ein glückliches Leben begonnen haben zu führen. Und mit Mutbringer wirst du hoffentlich auch deinen Anker, deinen Fixstern für dein Leben, für dein persönliches Glück entdecken. Ich wünsche dir viel Mut und viel Freude dabei, auch wenn es schmerzvoll wird. Hab eine schöne Zeit. Die wird bestimmt gut und mit viel Tränen verbunden sein. So, jetzt aber Schluss. Jetzt fange ich an, albern zu werden. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.